So. Jo. Schön, dass meine Passwort die Tasten so nah aneinander liegen. Naja, ist ja bloß mein Let's Play Passwort, da kann es ein bisschen einfacher sein mit dem auswendig merken. So. Operation 1. Der nette Herr Uri oder Frau Uri. Hä, bin ich voll? Fuck you. Fuck you. Dich brauche ich gar nicht. Dann bin ich mal still. Schreibt man wieso? Ich habe total falsch geschrieben. Nee, doch, könnte richtig gewesen sein. Ach ja, der Typ gefällt mir. Ja, Typ Frau. Sind Sie eine Dame oder eine Frau? Gott, das ist so, ja. Wisst ihr was? Wir können eigentlich hier gleich mal unsere Tür einbauen. Für mich auch ein besonderes Jahr. Seit 2011 nutze ich Linux. Klammern, Knoppix. Ein sehr gutes Ereignis, muss ich sagen. Fuck you. Also, was schreibe ich hier? Alpha. Okay, ich brauche erstmal was schreibt denn hier? So. Nun kann man, wie man sie runterschraubt. Ja, also mit den Tieren, das war wirklich extrem nervig. Also da bin ich auch ganz froh, dass Wusi uns das gezeigt hat. D
Das war schon echt bedrückend teilweise. Wir brauchen eine Workbench. Ich muss mal ganz kurz eine Workbench aufstellen. So, Workbench, da haben wir sie. Wir bauen sie erstmal ganz temporär. Komplett hier, mir nichts, dir nichts. Außerdem will ich vorbereitet sein, falls wenn Mikroschrott. Achso, Microsoft. Microsoft komplett zerschießt. So, nochmal raus, wir brauchen eine Spitzhacke. Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen Holz vor der Hütte. Nein, hier brauchen wir ja wieder diese zwei Stück übereinander. Anders geht das nicht. Jetzt haben wir ein Holzstück über. Das ist natürlich auch eine nice Sache. Und bleibt erstmal nichts anderes übrig, als hier aus Stein eine zu bauen. Alles andere geht gerade nicht. Ich habe mir erlaubt, am Spawn ein 2GS, also Creeper-Schaden Sorry, Komma, aber was ist GS? Hab gerade echt keinen Plan, was das sein soll. Wo ist meine Spitzhacke? Wow, ganz oben. Perfekt. Also, jetzt haben wir das Ding weg. Oh, da unten ist ein Creeper. Achso. Das geht klar. Aber klar, das geht klar. Wow. Eine Grammatik vom Feinsten. Wegen Creeper-Schaden. Leider ja. Weil vor ein paar Tagen explodierte einer am Hauptweg, wo das Hotel ist. Hat aber nichts zerstört, außer meine Gesundheit. Ja, Umgebung ist gegen Feuer, Creeper, Enderman gesichert. Ist nämlich wirklich nervig mit diesen Endermans. Die verlieren ja gerne mal diese ganzen Blöcke. Und ja, das ist echt behindert, wenn man da sich so ein schönes Haus gebaut hat, die Landschaft wunderschön aufgebaut hat und dann kommt so ein Creeper, Enderman. Und ist einfach mal der Meinung, die Dinger da rum zu transportieren. Das ist nicht gerade schön. So, wie hoch bauen wir eigentlich unsere Hütte? Ich würde mal sagen, wir machen wieder 4. Also, okay, also kein Blockschaden. Genau. Ich höre ein Skelett. Ich schätze mal, der ist da ganz hinten irgendwo. Ne, der ist da hinten. Haha, verreckt doch. Das Problem ist nur, wir können doch nicht runter, weil wir kommen dann nie wieder hoch.
Dementsprechend muss ich erstmal gucken, da, dann kann ich am Spawner eine schicke Hütte bauen. Sieht ja übel da aus. Ja, komm mal, da muss ich noch aufräumen. So, bauen wir noch eins runter? Ne, wir bauen erstmal nur hoch. Die Frage ist, bleiben wir von der Höhe her so oder gehen wir noch höher? Ich würde mal fast sagen, wir bleiben von der Höhe her so. Die hier nehme ich nochmal weg, die sieht besser so aus. Und dann können wir eigentlich... Ach, bin schon wieder voll. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. War eine dumme Idee, hier rein eine Hütte zu bauen, wenn die direkt hier so kacke ist. Andererseits, wir können ja auch das als Vorraum benutzen und die eigentliche Hütte... Wow. Können wir ja hier reinbauen, also dass hier nun praktisch ein Vorraum ist. Und die eigentliche Hütte... Oh Gott. Meine Basis liegt aber weit außerhalb, wegen der Griffverkinderschen etc. Da hast du mal eine Bahnlinie begonnen, aber keine Schiene bis dahin gelegt. Ich tu mal schön. Davon könnte ich nichts sehen. Also jetzt von dem Dick, hier von dem Wiedergangsmachschlag. Ich glaube, ich brauche hier ein paar Kisten hin. Irgendwo. Erstmal temporär, damit wir mal ein bisschen Sachen ablagern können. Das ist ja grauenhaft, ist das ja. So, ich mache doch wahrscheinlich erstmal kurz eine Aufnahmepause. So, du kommst erstmal nach da. So, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Schau mit V.